Moin Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, erstmal eine kleine Info vorab, und zwar nehme ich mit am YouTuber Adventskalender teil. Da wollen wir Garten-YouTuber gerne einmal Danke sagen. Ich würde mich auch schon mit so als Garten-YouTuber bezeichnen, wenn man sieht, Pflanzen sind ja doch schon ein Bestandteil hier auf dem Kanal durch die Aquaponik. Und wir Garten-YouTuber wollen einmal Danke sagen. Deswegen gibt es einen Garten-YouTuber Adventskalender. Jeden Tag wird ein Kanal oder auch mehrere Kanäle Sachen auf ihrem Kanal verlosen. So ich auch. Ich bin mit dran am 24. Ich packe euch mal unten einen Link rein oder Links zu den ganzen anderen Kanälen rein. Könnt ihr gerne vorbeischauen, könnt ihr jeden Tag was absahnen. Und ja, wenn ihr das hier auf diesem Kanal nicht verpassen wollt, dann abonniert ihn doch gerne. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung und dann sehen wir uns am 24., wie ich hier ein paar Sachen raushaue. So, nun aber zum eigentlichen Thema. Wie ihr seht, stehe ich hier in meiner Küchen-Aquaponik-Anlage. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, verlinke ich einmal hier oben. Könnt ihr gerne mal anschauen. Da habe ich eine Playlist zusammengestellt, wie ich dieses Ding hier gebaut habe. Und ja, es läuft jetzt ein Jahr und eigentlich bin ich soweit zufrieden. Nun müssen wir jetzt uns eine neue Lösung überlegen. Hier unten schwimmen ja noch die Tilapia drin. Und ich hatte in den vorigen Videos ja schon mal angekündigt, dass ich so nach und nach alles ein bisschen reduzieren will, mich auf ein paar wenige Sachen konzentrieren möchte und das dafür intensiver. Mit darunter zählt auch, dass ich die Tilapia aufgebe. Die Elterntiere sind schon weg. Video zu den Elterntieren, wenn ihr mal anschauen wollt, auch hier oben verlinkt. Ja, und hier sind jetzt noch die letzten drei kleinen Nachzügler drin. Ja, die sorgen dafür, dass hier oben die Pflanzen wachsen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal die Pflanzen an. So, was hier sofort ins Auge sticht, ist hier der Oregano. Also der wurde echt geisteskrank. Aber muss ich auch sagen, den beernte ich nicht so häufig, weil irgendwie so viele Sachen mache ich dann doch nicht mit Oregano. Deswegen hat der es quasi am besten hier, weil er dann selten beerntet wird. So, dann haben wir hier unsere ursprüngliche Petersilie. Und hier hinten nochmal Petersilie, die ich heute reingeholt habe von den Kois aus der Aquaponik. Wenn ihr das mal sehen wollt, wie das da aussieht, verlinke ich euch auch oben. Ja, und Petersilie, sagt man eigentlich, ist ein Jahr gut zu beernten. Und dann, wenn die in die Blüte gehen wollen, dann wachsen die nicht mehr wirklich. Hier waren noch ein paar mehr daneben, die haben irgendwie schon den Geist aufgegeben. Ja, und die wächst ja auch immer langsamer. Deswegen, die wird jetzt auch noch rausfliegen, die Tage. Und dann haben wir ja jetzt die frische Petersilie, die habe ich dieses Jahr ausgesät. Und die kommen von draußen von den Kois und ja, dann kann die hier weiter wachsen. So, und der Basilikum, der war auch riesig, der lag hier auch schon so immer auf der Fensterbank drauf. Und da habe ich jetzt einmal ziemlich weit unten abgeschnitten. Und man sieht, hier war noch so ein, also diese beiden Austriebe waren da, die habe ich extra darüber abgeschnitten. Man kann aber jetzt auch sehen am Stamm, genau da, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, auf der Kamera aufzuzeichnen, aber ich hoffe, man kann es kennen, da ist so ein quasi kleiner grüner Pickel und da kommen jetzt neue Triebe raus, da bin ich gespannt. Und was ich probiert habe, von der Pflanze, die halt da war, habe ich Stecklinge gemacht und zwar habe ich einfach ein paar Schnittbitzen abgeschnitten und die hier reingesteckt. Die haben am Anfang so ein bisschen gelitten, das sieht man hier auch in den Blättern. Aber jetzt kommt doch hier frisches Grün überall in der Mitte raus. Außer den da hinten, den hat es wohl dahin gerafft. Ja, minimal Wurzel ist da. Aber ich glaube, den können wir rausnehmen. Ja, und hier mit dem Oregano muss man halt immer aufpassen, der überwuchert alles. Aber ja, da bin ich jetzt auch gespannt, wie sich die Stecklinge entwickeln werden. Und hier das Verholzte, weiß ich nicht. Wenn Stecklinge gut angewachsen sind, kommt das Verholzte dann vielleicht nochmal weg, je nachdem, wie es sich entwickeln wird. Ja, aber so ist der aktuelle Stand gerade bei den Pflanzen. Dann schauen wir nochmal eine Etage tiefer zu den Fischis. Ein bisschen dunkler hier. So. Wie gesagt, da sind jetzt nur noch drei Tilapia drin. Eins, zwei und Nummer drei. Aber jetzt auch schon wieder relativ groß für das Becken hier. Deswegen, die müssen hier auch bald raus. Und dann muss ich mir überlegen, was hier für neue Fische reinkommen. Wenn ihr gute Ideen habt für kleinbleibende Fische, die man am besten nicht heizen muss, um Heizkosten zu sparen, die aber doch gut was fressen,
damit man halt ja doch einiges an Nährstoffe reinkriegt. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, was ihr da so für Vorschläge habt. Hier, das Becken sieht ein bisschen kahl aus, ich weiß. Ich habe probiert, hier Pflanzen anzupflanzen. Nur haben die Tilapia da radikal immer alles vernichtet. Wie gesagt, dies nur ein ganz kurzes Video. Hier, wie es bei der Küchen-Aquaponik-Anlage zurzeit aussieht, läuft jetzt ziemlich genau ein Jahr. Dachte ich, könnte ich mal ein schönes Update dazu machen. Und jo, wie am Anfang vom Video erwähnt, guckt gerne mal bei den anderen Garten-YouTubern vorbei. Abonniert gerne den Kanal hier, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Auch nicht meine Verlosung dann am 24. Dezember. Ja, mein Kanal ist auch sehr bunt aufgestellt von den Abonnenten her. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch drei unterschiedliche Sachen machen, um alle drei Gruppen, die eigentlich meinen Kanal gucken, mit abzudecken. Also einmal was für die Fischleute, für die Koi-Leute, einmal was für die Pflanzenleute und dann, was letzte Zeit sehr wenig gekommen ist, aber was ich in den Klicks immer noch gut sehe, sind die Insektenvideos. Die kommen auch immer sehr gut an, deswegen werden wir da auch was überlegen, dass wir dann alle drei Gruppen mit abdecken können. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin. Tschüss.